Moin YouTube, was geht ab? Es ist ein entspannter Dienstag. Ich bin schon jetzt eine Weile wach. Meine Güte, wieder schon der Early Bird. Und ich werde euch heute mitnehmen zum KB Gym. Ich werde das erste Mal im KB Gym wieder trainieren, in meinem Hood, mit den Regeln von Corona. Ich habe mich dafür entschlossen, das zu machen, weil ich im Deload bin. Und dadurch, dass ich im Deload bin, habe ich nicht so viele Sätze und ist nicht so schwer. Und ich kann das relativ schnell durchziehen, weil ich habe ja nur 75 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Normalerweise voll die Tote, ne? Mit dem Auto zu fahren bei dem Wetter, aber es hat jetzt die schnellste Variante und ich muss danach arbeiten. Hab halt auch gar nicht so viel Zeit. Sprich, ich muss um 12:30 Uhr auf der Arbeit sein. Fertig mit dem Training, das lief ganz gut, war auf jeden Fall in Ordnung. Für ein Dilo-Training reicht es auch eigentlich, eine Stunde 15, für mehr wird es eng. Hoffe ich mal, dass das irgendwie in der nächsten Zeit mehr wird auf jeden Fall mit der Trainingszeit. Ansonsten, Studio ist echt nett umgebaut, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe euch noch ein paar Impressionen gegeben von dem Studio, wie es jetzt aussieht. Ja, jetzt bin ich knapp dran, es ist 20 vor 12. Um 12 muss ich eigentlich schon wieder los zur Arbeit und ich brauche so 10, 15 Minuten nach Hause. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder mit dem Auto passieren. Sünde über mein Haupt ist bei dem Wetter so scheiße, mit dem Auto zu fahren. Also wer bei dem Wetter eigentlich mit dem Auto fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und das ist in meinem Fall der Fall, weil ich muss um 12:30 Uhr auf der Arbeit sein. Bis dahin, wir sehen uns. Ready mit der Arbeit. Jetzt geht's zu meinen Eltern kurz, die Sachen rausladen von der Ostsee, von der ich ja gestern wieder mit hergekommen bin quasi. Weil ich halt heute arbeiten musste. Und jetzt steht danach auf jeden Fall Friseur an. Ey. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die Seiten sind wieder 0 auf Siphir. 0 auf 0. Und ich überlege mir, was ich da oben mache mit meinen Haaren. Also, so wie das jetzt ist, gefällt mir das definitiv nicht. Vor allem hier ist eine Katastrophe, wenn man das sieht. Also dieser Übergang ist kacke. Entweder mache ich jetzt wieder so radikal cool, dass ich das wirklich echt noch deutlich kürzer wieder mache, oder ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Könnt ihr mir einen Tipp mal geben für die Zukunft? Mal gucken, wie ich mich entscheiden werde. Besseres als beim Friseur rauszugehen mit einem frischen Haircut, mit frischen Seiten und den Haaren oben. Allah. Star Trek, wieso? Ich kann's einfach nicht. Hier so Leute, so richtig Sympathen, die so um 18.47 Uhr und der Laden hat eigentlich bis 18.30 Uhr auf, aber irgendwie waren ja noch Leute im Laden, da habe ich mich erst gerade reingesneakt, um den besten Kaffee ever zu holen. Ich habe gerade wieder richtig den Reinfall erlebt. Ich liebe einfach Kaffee und ich finde es halt morgens einfach extrem geil, einen guten Kaffee zu trinken. Bin deswegen extra hierher geheizt, weil das eigentlich der beste Kaffee ist und auch preis-leistungsmäßig geisteskrank. Also ich glaube, die kosten 12 im Angebot. Ja, 12 im Angebot gerade, der Kaffee. Und der schmeckt wirklich am besten so. Ich habe jetzt gerade so einen Lidl-Kaffee morgens, so einen Lidl-Espresso-Bohne. Ich mache mir die auch immer frisch. Boah, das ist richtig widerlicher Scheiß, ey, unglaublich. Naja, so, habe ich noch bekommen und jetzt geht's nach Hause. Finished for the day.